So, Freunde, dann sind wir wieder zurück zu Die Schlacht um Mittelerde 2 mit der 6. Mission der Bösen. Die Dürre Heide wird von uns angegriffen. Relativ weit im Süden, Freunde. Beziehungsweise, warte mal, die Dürre Heide war, glaube ich, im... Lass mich nicht lügen. Ich habe gerade die, ich weiß nicht, ob ihr das Spiel kennt, Risiko. Ne, da gab es die ganz normale Variante mit der Weltkarte sozusagen. Da musst du Australien einnehmen oder Europa und so. Und da gibt es auch ein Herr-der-Ringe-Risiko. Und da ja vor allen Dingen kenne ich vor allem manche Regionen. Und die Dürre Heide war nicht im Süden, die war im... Wenn man so überlegt, war die im Osten. Absoluten Osten, eigentlich ein Gebiet, was total für den Arsch war. Die Drachen der Dürren Heide sind uralte Wesen. Und wenn es da Drachen gibt, dann sind wir dabei. Der auch nach Tausenden von Jahren ungebrochen ist. Nun schmeicheln ihnen Saurons Feldherren, um ihren Hass vor dem heraufziehenden Krieg aufs Neue zu entfachen. Das heißt, wir sind jetzt hier quasi in der 6. Mission nur damit beschäftigt, irgendwelche Drachen oder was für uns zu gewinnen? Jungs, die Trolle finde ich ja schon mal geil. Gut mit den Drachen stellen und alle Ansiedlungen der Zwerge dem Erdboden gleich machen. Gut, machen wir. So. Wir müssen die Festung errichten. Dachte ich mir. Ja, erst was wir machen, ist eine Festung errichten. So, einfach irgendwo hin. So, da haben wir jetzt hier zwei Trolle. Was macht der? Wo willst du denn hin? Bleib doch mal hier. Der rennt jetzt wirklich hier arschweit weg, nur weil da eine Festung gebaut wird. So, pass auf. Das ist unsere Nummer 1. Jetzt sind sozusagen die Helden und ein paar Trolle. Ach, ein Katapult haben wir auch noch. Ist doch schön. Ist doch wirklich... So, können wir ein paar Bäume schon mal abholzen? Ja, ein bisschen Geld wenigstens dazu gewinnen. Ah! Drauf da! So, irgendwo sind hier noch Waage, habe ich gehört. Wir bauen es erstmal hier definitiv erstmal ein Schlachthaus schon mal. Ich glaube, ich werde sogar nochmal einen Bautypi bauen. Ja, aber hallo! So läuft das! Und dann hier auf jeden Fall auf dieses komische, diesen komischen Tunnelgang, damit die da nicht wieder rauskommen. So, irgendwo haben die gesagt, dass hier Waage sind. Dachte ich. Das Gebäude ist fertig. Ja, oder nicht. Dann machen wir kurzen Prozess. So, Jungs, ihr bleibt mal schön hier. Das Ding bleibt genau da, wo es ist. Schön, dass der Baumeister wieder sich hinter dem Gebäude versteckt. Ach, komm, 50% würde ich noch mitnehmen. Ja, scheiß drauf. So, nächster Baumeister. Wir gehen erstmal komplett auf Rohstoffe. Weil wir erstmal auch noch ein bisschen die Karte erkunden wollen. Dann mal hier. Hier sind nur alte Ruinen. Also mit den Helden kommen wir auf jeden Fall schon mal ganz gut voran. Wenn da irgendwie ein paar einzelne Bataillone sind, die können wir alle auf jeden Fall platt machen. Wir kriegen schon wieder ein paar Punkte. Ja, scheiß drauf. Wir könnten jetzt die Waage einnehmen, wenn wir das eine Ding da erforschen würden. So, die Trolle können schon mal einzeln... Hallo? Troll? Troll? Beide Trolle? Ja. Und ruf da. So, weitere Gebäude sind fertig. Sehr gut. Dann weiter geht's. Hier hinten haben wir schon... Nächste, Baumeister, am Anfang ist ja wie immer, ne? Also da muss ich ja nicht groß was dazu sagen, wir brauchen erstmal ein paar Rohstoffe. Bisschen fein, bisschen die Karte erkunden, weil ich da echt keine Ahnung habe, wo wir jetzt hier angreifen müssen, wo zum Beispiel auch die Drachen sind. Ah ja! Die Drachen, solange sie jung sind, aber die Drachen sind sehr mächtig, wenn wir sie befreien. So, da kommen wir mal mit unseren Trollen schlecht durch, Freunde. Die Zwerge in die Schlacht. Nee, hört mal auf. Ja, hört mal auf. So, wir brauchen auf jeden Fall die Jungs hier. Ah, warte mal, können wir das sehen? Das ist natürlich bitter, Jungs, ne? Das ist natürlich echt wirklich, sorry. Tschüss. Lol. Okay, doof da. Schicken unsere Begleiter mir noch mit. So, wir haben natürlich wieder ein paar Baumeister frei. Die können wir hier... Ne? Weiter voran. Zurück an die Arbeit. Da können wir nichts bauen. Machen wir kurzen Prozess. Könnt ihr den Tor nicht einreißen oder seid ihr zu blöd? Jawohl! Ne? So, hi! Ja, ich weiß. Das Problem ist nur, ich will erstmal die aufsparen, ne? So, das andere Tor können wir auch noch einreißen, wenn wir Bock haben. Dann können wir hier wenigstens durchlatschen. Nein, was haben wir hier eigentlich? Das ist Stufe 1 Troll, aber tut irgendwie Schaden, die machen, die Jungs. Das ist ja der Hammer. So, joa. Ah, hier muss noch einen kleinen Rüstungsbuff hier. Den Boden noch ein bisschen verseuchen. Einmal durchreiten, bitte, Reiter.
Schön ist, wir kriegen jetzt ein paar Punkte, aber ich glaube, wir brauchen ungefähr 15 oder 20, um wirklich eine sinnvolle Fähigkeit dazu entwickeln. Die Sache ist, hier oben drauf ist, glaube ich, was Böses. So, seht ihr jetzt schon? Okay, wir ziehen uns mal ein bisschen zurück. Weil Problem ist natürlich auch, wir haben jetzt hier eine halbe Armee. Das ist nicht wirklich was, womit man angreifen kann. Da kann man am Anfang ein bisschen Spaß haben, aber dann war es das auch. Hier müssen wir irgendwie durch. Okay, hier sind die nächsten Drachen. Ah, die kommen da fest mit der Schleuder raus. Oh, Meister, hau mal ab, weil ich glaube, die nächste liegt auf dich. Beziehungsweise, wenn wir schon mal dabei sind, dann bauen wir hier mal einen Trollhort. So, meine liebe Schleuder. Ach komm, wenn wir schon mal dabei sind, du. Da drauf, bitte. Die Jungs, die lenken die Gegner ein bisschen ab. Und da unten. Ja, beziehungsweise kommen wir jetzt hier wieder zurück. Und den da drauf. Jetzt sind Level 5er. Ich glaube... Nee. Die mal immer noch da drauf. Ich glaube, wir brauchen hier mal so ein bisschen Unterstützung. Schon mal, ey, wir sind ja schon drinne. Die haben zwar ein paar Fünferbataillone gehabt, aber das war's dann aber auch. Ja, hier ist ja schon wieder die erste Nachtstuhlwelt, Freunde. Ja, ich schon wieder Pelz, ne? Aber wir kommen super voran. Vielleicht schaffen wir es auch mal eine Episode irgendwie unter 50.000 Minuten. Was hast du eigentlich den ganzen Tag gemacht? Ich bin der Bote Mordos, ja. Ich bin der Bote Innos, Junge. Ja, passt doch, Junge. So, also wir machen hier weiter voran. Das ist ein so ein komischer Wachturm. Da können wir auch nochmal kurz drauf geben. Die Jungs sind ja auch noch ein bisschen da. Mit unserer Hauptarmee gehen wir, beziehungsweise mit unserer Hauptarmee, mit unserem Helden gehen wir da oben rauf. Die anderen hole ich aber jetzt nicht dazu. Wir können schon mal darauf gehen. Seid ihr oben fertig? Na gut. Dann aber mal Hasi Pushimanski. Ach so, du kannst da gar nicht rauf. Das ist ja bescheuert. Ah, hier sind noch Einheiten. Warte, okay, warte. Da, der Tunnelgang. Scheiß auf die Wachtürme, Freunde, die machen eh nichts. Das Ding hier macht ein bisschen was. Die Herrschaft Mordors ist nah. Ja, gib mal darauf ganz kurz mal. Das Ding sollte ja auch relativ schnell fallen. Ich bin dafür, dass ich die Trölle mal beide in eine extra Einheit stecke. Das Problem ist für die. Ah, wundervoll. So, haben die Trolle dagegen eine Chance, ist die Frage. Ja! So, wir müssen übrigens mal langsam aufbauen, Freunde. Das ist relativ wichtig, dass wir hier mal ein bisschen vorankommen. Trollautümer verbessern, dann bauen wir hier noch. Was bauen wir noch? Hier. Was machen die? Alles klar, Freunde. Alles klar. Jetzt reicht's. Wer wagt es mir zu trotzen? So, nee, ja, ach ja, ich hab euch ja gar nicht mal auf die Nummer 2. So, geht mal auf die komische Ramme da. Das Gebäude ist fertig. Das Problem ist, wir müssen echt mal langsam anfangen, hier mal aus dem Klick zu kommen. Wir haben jetzt die ganze Zeit nur auf den Angriff geachtet. Haben unsere Basis aber komplett vernachlässigt dadurch. Wir bauen erstmal ein bisschen was auf. Ja, rauf da! Nicht mit dem Bogen! Ihr müsst da mit Nahkämpfer rauf. Scheiße, okay. Wir können diesen Wachturm von hier aus nicht angreifen. Das geht ein bisschen auf den Sack. Das habe ich gerade ein bisschen unterschätzt. Das heißt, und ich will ungern den Troll-Level... Level sonst was verlieren. Könnt ihr mit dem Feuern... Die Drachen, glaube ich, die spucken Feuer. Ja, das sieht doch schon mal genauso aus, wie ich es haben möchte. Wir werden angegriffen! Guck mal, Feuer! Ja, jetzt hätte ich einfach nur Helden. Sehr gut. So. Ihre Frechheit wird nicht ungesühnt bleiben. Weiß nicht, was hier rechts noch ist. Wir haben nur zwei. Ja, der dritte, der kann auch mal hier irgendwie sich verpissen. So, rechts die Karte zu Ende. Okay, gut, Jungs. Dann würde ich sagen, ihr geht mal ganz kurz mal die Nummer 1 rein.
Lauf doch nochmal oben rum, dass wir nicht von diesem einen Turm hier angegriffen werden. So, die 3 hat es eigentlich ganz gut gemacht. Hat das Ding hier sozusagen verteidigt. Haben trotzdem Bataillone verloren. Beziehungsweise Gebäude verloren. So, hier auch weiterentwickeln. Trollhorde weiterentwickeln. Die beiden... Und gerade sagen, die beiden Helden sollten eigentlich mal bald bereit sein. Die Schleuder muss ein bisschen weiter zurück. Wir bauen hier die normalen Wachtürme. Ganz einfach, weil ich nicht glaube, dass wir hier wirklich angegriffen werden. Dann können wir aber noch die Festung ein wenig verbessern. Wir haben ja ein bisschen Geld. Na gut, jetzt nicht mehr. Aber wir hatten Geld. Genau. So, 19% Effektivität ist natürlich jetzt nicht das Beste. Der beste Platz für ein Rohstoffgebäude. Das sieht aber erstmal nicht. So, wir holen uns die anderen Leute wieder ran. Wir können irgendwo ein paar Wälder abhacken, Bäume abhacken. Das Problem ist, wo sind denn hier mal ein paar mehr als hier diese 3 da? Ja, das ist das Problem, dieser scheiß... Ist das auch noch... Ey, ist ein Turm! Doof da. Okay. So, Trollkäfig ist fertig. Wir können aber mit ein bisschen anderen Armee hier in die Schlacht ziehen. Ich finde nämlich diese Kampftrolle nicht schlecht. Ja, das ist die gut berechtigte Frage. Hier gibt es immer Arbeit. Ja. Sieht genauso, Freunde. Habt ihr da. So, die Drachen lasse ich mir wieder ein bisschen zurückziehen. Die nehmen wir dann für den finalen Endkampf. Weil Feuer, ihr habt es ja selbst gesehen, die halten jetzt nicht so viel aus. Da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, da sind unsere Trölle. Das sind ein Tausender. Ich will, glaube ich, insgesamt 5 Trolle haben. So, wir haben jetzt 15 Fähigkeitspunkte. Ihr seht, es ist alles ein bisschen schneller gerade. Also gut so, wir könnten jetzt natürlich auf die Industrie gehen, damit wir hier irgendwelche tollen Sachen erforschen können. Wir haben danach aber nur noch 2 Missionen. Ich würde mal gucken, dass wir vielleicht irgendwie eine 20er-Fähigkeit hier machen. Also wir gehen jetzt noch auf weitere 5 Fähigkeitspunkte und dann gucken wir mal, ob wir sowas wie ein Beirut oder sowas beschwören können. So, an sich können wir mal mit unseren Helden voran. Einfach nur, um zu spionieren. Hoch mit euch, ihr Faultecke! Aber hallo. Ihr wisst, was zu tun ist. Zurück an die Arbeit. Ich hoffe, ihr lebt keinen Turm mehr, ne? Ja, das ist ja schon mal super. Bringt mir ihre Anführer. Das Auge schon mal richtig uns. Kacke, weil hier wirklich noch einer lebt. Wie meinst du es mit meinen Reitern hin? Ich sehe nicht, von wo sie angreifen. Ja. Geh mal ins Gebäude, bitte. Okay, dann weiter. Oh, hat geklappt, Freunde. Da seht ihr mal, wie schlecht diese normalen Wachtürme sind. Ne? Die könnt ihr direkt stecken. So, ein Wachturm gibt's hier noch, aber den konnte ich nicht so richtig angreifen. Da können wir mal unsere Schleuder hinschicken. Wisst ihr das eigentlich? Da hat die mal was zu tun. Wo ist er denn? Jo. Ja, die mal da ungefähr. So, du mein Luda, du baust jetzt hier mal so ein Ding schon mal. Du bist durch, das heißt, du kannst auch mal ein bisschen mehr bauen. Wir brauchen mehr Geld, Freunde, ne? Weil ihr kennt's ja mit den Bösen. Du baust eine Armee auf, die kann nichts. Die stirbt irgendwann. Du baust wieder eine Armee auf. So, einen, glaube ich, müssen wir noch. Ja, einen müssen wir noch. Ich komme da nicht dazu, weil wir die ganze Zeit aufbauen. So, irgendwo hier oben soll da was sein. Da sind noch ein paar. Okay. Was ist denn unser Ziel eigentlich? Unser Ziel ist, befreit alle Drachen, findet den Drachenfürsten, oh yeah, Baby, und zerstört alle Minenschächte. Okay, also immer mal aufpassen, wo ein paar Minenschächte sind. Hier ist auf jeden Fall ein Leuchtturm. Oder ein Leuchtfeuer heißt das Ding. Das ist auf jeden Fall super wichtig. Da würden sich dann unsere Fähigkeitsdinger hier hinten ein bisschen schneller regenerieren. So, ich glaube, die Schleuder ist... Ne, die Schleuder ist noch nicht da. Das neue Gebäude ist fertig. Ja, du bist flink, mein lieber Baumeister. Bist zwar halb tot, aber flink. Was sollen wir sonst noch bauen? Ich muss sagen, ich mag das. Nein, da kann ich nichts bauen. Gleich kaputt, meine Jungs. Wir brauchen die Waage nicht. So, wir brauchen vor allem ein bisschen Geld und Erfahrungspunkte. Nehmt es ein. So, das Ding einnehmen. Hier ist irgendeine Art Troll, irgendeine Art Horde. Da gucken wir uns einfach ein bisschen genauer nochmal an. Ja, irgendwo muss ja auch der Drachenfürst sein, Freunde. Meidet die Drachen. Wir dürfen sie nicht verärgern. Wir holen uns trotzdem das Geld. Oh, nee. Mist. Das neue Gebäude ist fertig. Ah, nicht gut.
des Meisters. So, liegt mal drauf da. Wenn die Helden sterben, ist es nicht so schlimm, Freunde. Mit Verrätern machen wir kurzen Prozess. Ja, seht ihr, wie schlecht eigentlich die Drachen sind. So, ja, weiter geht's. Im Grunde genommen. Also wir können mal, wenn wir mal mehr Geld hätten, würde ich ja hier auch irgendwo eine Festung hinbauen. Mach dich nützlich! Verteidig das Schlachthaus! Okay, das Schlachthaus wird anscheinend angegriffen. Geh mal ein bisschen weiter ran. Ich will nicht, dass du die ganzen Mauern hier plupp machst, sondern... Zeigt ihnen ihre Gräber. Da müssen wir hin. Die können nichts. Genau, die gehen wieder da drauf. Also wenn, dann kommen die von oben. Das ist ja schon mal... Ihnen, dass wir hier noch ein Gebäude fertiggestellt. Ups. Geil, Mann. Können wir hier mal so einen Turm bauen? So, die schießt... Hat die den Turm jetzt mal platt gemacht? Weil das ist das einzig Wichtige... Das ist das Ding, warum ich die Schleuder habe. Ja, so. Klasse, hat sie es mal geschafft. Das ist kein guter Platz. Halt die Fresse. So. Ihr sollt da mit drauf gehen. 18 Punkte, Freunde. Wir können bald vielleicht... Ich hoffe auf den Bayrod, Freunde. Wir werden hier angegriffen. Zwar nicht zu knapp. Ich bin der Bote Mordors. So, wir haben die Trolle fertig. Die gehen jetzt auch mal mit in den Krieg. Jetzt reizt's mir. Also erstmal schön von hinten. Es ist bestimmt irgendeine einzelne Schleuder, die da rechts irgendwie noch lang fährt. Arbeitet an eurer Einstellung. Wer wagt es mir zu trotzen? Die Frage ist, wo ist die Schleuder? Zögert nicht. Hier. Vielleicht weiter weg. Oder das waren echt die Waage, Freunde. Also sind die aber wirklich weit weggelaufen. Soldaten Mordors. Wir wären dann fertig. Ihr kriegt das hin. Haltet euer Werkzeug bei. Wir haben jetzt Geld für eine Festung. Das ist auf jeden Fall interessant. Du kannst dich mal hier irgendwo in den Wald stellen. Wenn da was kommt, ne, einfach drauf. Wir haben viel zu tun. So, wir bauen weiter in Schlachthäuser, Freunde. Ihr wisst, wie es läuft sozusagen. Das ist auch das, was zum Beispiel Chris, der ja mit mir auch ein bisschen Schlachten mit der L1 aufgenommen hat, das war für ihn das Nervigste am zweiten Teil. Deswegen mochte er auch den zweiten Teil nicht so wirklich, da es nur um Rohstoffe im Endeffekt geht. Also, dass du viel zu viel am Klicken bist, nur um irgendwelche Gebäude, Rohstoffgebäude zu bauen. Ihr seht es ja selbst, hier ist ja ständig ein Baumeister fertig. Da kannst du wieder weiter ein bisschen was bauen. So, wir erkunden weiterhin. Wir bauen im Moment noch gar keine Armee, weil ich auch noch gar keinen Plan habe, was ich wirklich bauen möchte. Hier sieht es nicht so gut aus. Hier kommen wir mit unseren Leuten nicht so einfach voran. Ja, wir haben immerhin den Bataillon platt gemacht. Das ist doch schon mal was. So, das ist also quasi die Hauptbasis von dem mit einer Festung und hast nicht gesehen. Das heißt, wir dienen dann, wenn dann mal von der anderen Seite ran. Haltet euer Werkzeug bereit. So, können wir hier noch irgendwo sinnvoll was bauen? Eigentlich nicht. Nee, eigentlich nicht. Hier können wir noch eine bauen. Hoch mit euch, ihr faulen Säcke! Aber hallo! Ja, hier können wir auch noch was hinbauen. So, das ist ja unsere Dreierarmee, ne? Also die sozusagen hinter den Trollen kommt. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie dafür, noch mehr Trolle zu bauen. Ja, ich finde die irgendwie geil, die Armee. Komm, lass mal ein bisschen mehr auf Trolle bauen. Zack. Zeigt ihnen, dass wir hier sind. Zögert nicht. Ich kann mal ein bisschen Geld einholen. Ist echt nicht viel, aber was soll's. Oh, guck mal, einer, schau! Los. Und dann also wieder ihre Fünfer-Leute. Treffen die was? Nee. Ey, Jungs, scheiße, weil keine Reichweite hat, ne? Sie machen das mal ganz überlegt jetzt hier. Schießt das mal in Lauf. Der trifft. Easy! Das, Jungs, nennt man Skill. So, Jungs. Da drauf, da hinten die Streitwagen. Die sind ganz wichtig. Ganz wichtig sind diese komischen Steinschleudern oder brennende Fässerschleudern oder sowas. Die können nämlich ein bisschen was sogar. Wir haben die Schleuder leider nicht ausgewählt. Erfüllt
Und zwar ganz kurz zurück. Schleuder ist Nummer 4. Ich schicke mal die Jungs vor. Genau, der soll nur den Turm angreifen. Dann könnt ihr euch zurückziehen. So, Jungs, und jetzt haben wir 20 Punkte, aber wir können leider den Bayreuth nicht bauen. Das ist natürlich fies, Freunde. Das ist wirklich fies, weil ich hätte ihn super gerne gebaut. Aber ich habe auch keinen Bock jetzt auf Industrie oder sowas zu denen. Oder halt hier schnürt, also hier mehr Rohstoffe von Feuern und sowas. Eigentlich normalerweise sollten wir jetzt draufkommen hier. Das ist der Witz da dran. Wir können die Punkte sparen, vielleicht darf man einfach an dieser Mission noch nicht 20er Fähigkeiten nehmen. Das kann durchaus sein. So, die Sache ist, wie viele Trolle bauen wir noch? 2, also 100 Punkte sind noch weg. Haben wir noch ungefähr 80 übrig. Na, bauen wir noch ein paar Bodenschützen. Okay. So, die Sache war die. Können wir irgendwie die Jungs wenigstens so ein bisschen weiterentwickeln? Ja, Stufe 2 können wir sie wenigstens machen, das ist ja schon mal was. Ansonsten... Folgendes Ding. Weil wir jetzt ein bisschen Geld übrig haben, können wir jetzt noch zwei Festsäulen errichten. Ja, beziehungsweise erstmal nur eine. So, wenn die Kampftrolle fertig sind, dann laufen wir natürlich erstmal in die rechte Basis rein. Wenn wir da schon stehen, dann bringt ja was. So, die sind bald weg. Das heißt, wir laufen mit denen jetzt voran und werden dann mit der Schleuder versuchen, schon mal das Tor einzunehmen. Ja, das dachte ich mir fast. Aber ich glaube, nur weil die Jungs hier noch da sind. Ihr Ficker, Alter. Haben die echt meinen Baumeister platt gemacht? Wahrscheinlich irgend so eine blöde Schleuder wieder. Sag's dir. Oder waren wir zu nah dran? Ne, wir waren eigentlich nicht zu nah dran. Doch. Die waren echt zu nah dran. Die können so weit ballern. Die Säue. Na gut, also wir bauen die Festung natürlich wieder ein bisschen aus. Ein bisschen was muss man da schon machen. Wir haben aber nicht nur Geld, sehe ich gerade. Heißt im Umkehrschluss, wir müssen wieder mehr bauen. So, jetzt die Sache. Wir haben unsere Armeen eigentlich fertig. Das ist aber unsere Verteidigungsarmee, muss man dazu sagen. Und das wäre jetzt unsere Angriffsarmee. Die schicken wir mit hoch. Ja, die Schleuder macht ja sozusagen ihre Arbeit, ne? Sollen wir mal schön alles einreißen. Ich glaube, hier wird nicht mehr viel übrig sein. So, wir schicken jetzt die Trolle noch hoch. Wenn die da sind, können wir angreifen. Ich glaube auch nicht, dass es so lange dauert. Wir können mit dem Baumeister wieder weiter vorangehen. Wir können unser Basis mal aus Spaß noch einen Baumeister bauen. Nur, dass wir einen haben. Im Rückhalt. Ah, hier noch Waage. Komm, Jungs, wir holen uns mal ernsthaft noch die Waage, obwohl hier die Türme sind. Das ist eigentlich nicht so sinnvoll an sich. Aber die Schleuder hat eh noch ein bisschen zu tun hier. Wer wagt es mir zu trotzen? Ich glaube, ich rieche den Feind. Naja, jetzt kommen nämlich die nächsten Schleudern hier, aber die Helden... A, heilen sich die Helden selber wieder. Und B, wollte ich jetzt hier mal die Waage... Alter, schwer, die hauen auch hier. Die hauen aber richtig rein. Die haben eine Menge Schleudern, also ich glaube fast, dass wir da noch selber ein paar Schleudern bauen müssen. Ja, die eine macht auf jeden Fall... Leider können sich Schleudern ja nicht befördern, Freunde. Das ist ein bisschen schade. Die haut dir voll viele Gebäude kaputt, aber die kann sich einfach nicht befördern. Das wäre halt sonst übergeil. Dann kannst du nämlich bei so einer Festung hier, würde ich eine Schleuderstufe 5 dann irgendwie haben. Gut, dann nehmen wir gleich rein. Aber ich muss einen kurzen Cut machen, weil wir einfach sonst an unser Aufnahmelimit kommen. Bis gleich.